Ja, das macht aber nichts, es ist trotzdem interessant. Ich begrüße also alle Zuhörer und Zuschauer wieder zurück. Ich hoffe, Sie haben den Weg gefunden in diese Veranstaltung, die jetzt hier heißt Vergleich extrem rechter Strukturen in Deutschland und der Ukraine, Russland und Polen. So haben wir das jetzt hier schon mal eben bestimmt. Ich hoffe, Sie konnten das mitbekommen. Mir bleibt eigentlich als Moderator im Vorfeld nur erst nochmal der Landeszentrale für politische Bildung zu danken, dass sie diese Veranstaltung möglich gemacht hat. Und nun würde ich die Diskutanten und Diskutantinnen vorstellen. Sophie Schmalenberger ist Doktorandin am Institut für globale Studien an der Universität Aarhus und sie ist Doctoral Fellow am Center for the Analysis of the Radical Right. Ich denke mal eben dort. Im Rahmen ihres Dissertationsprojektes forschte sie auch, oder forscht sie zur AfD und der neuen Rechten, sowie außerdem zur Erinnerungspolitik und zur Rolle von Gefühlen im Rechtspopulismus in Deutschland, aber auch in Gesamteuropa. Sophie, ich sage nochmal guten Tag, oder guten Abend besser gesagt. Hallo, ja, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Bitte, bitte. Jan-Klaas Behrens ist Osteuropa-Historiker am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung. Er ist Lehrbeauftragter an der HU Berlin und der Viadrina. Und seine Forschungsgebiete sind die Propaganda und Öffentlichkeit, Stalinismus, Krieg und Gewalt und Stadtgeschichte. Guten Abend, Jan. Guten Abend aus Potsdam. Nachdem schon inzwischen wahrscheinlich den Zuschauern bekannten Rhythmus oder Ritus werden jetzt die beiden erst eine kurze Vorträge halten von 15 bis 20 Minuten und dann steigen wir in die Diskussion ein. Ich glaube, zuerst könnte vielleicht Sophie ihren Vortrag halten. Sophie, möchtest du anfangen? Ja, kann ich gerne machen. So, genau, ich teile jetzt mal meine Präsentation. Die müssten dann alle zu sehen bekommen, schätze ich mal. Hoffentlich. Wird schon schief gehen. Bei mir sieht es gut aus. Ich denke, die Zuschauer sollten das auch erkennen können. Zu sehen. Noch einmal vielen Dank für die Einladung. Versuche heute Ihnen einen kurzen Überblick über nicht alle rechten Strukturen in Deutschland, aber über zwei Akteursgruppen innerhalb der rechten Szene in Deutschland zu geben, und zwar über was man als alte und neue Rechte bezeichnen könnte. Es ist das erste Mal, glaube ich, seit 3 Jahren, dass ich so einen Vortrag hier auf Deutsch halte. Ja, entschuldige ich mich schon mal im Voraus für etwaige Wortfindungsstörungen und englische Begriffe, die ich vielleicht benutze. Gerne einfach nachfragen, wenn irgendwas unklar ist, was ich Ja, da scheint es wieder ein Problemchen zu geben. Ja. Wir warten eine Sekunde, bis Sophie zurück ist. Ja, da bin ich wieder. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist, aber versuchen es einfach nochmal. Genau, ich hoffe, die Präsentation ist jetzt zu sehen. Dann Allerdings im Bildschirmmodus, nicht im Anzeigemodus. starte Ja, ich so ist es schon mal. mal besser. Entschuldigung. Oh. So, jetzt. Okay, ich hoffe, jetzt ist das alles im Vollbild zu sehen.
Ja, ich hoffe, ich weiß nicht so richtig, wann ich eben rausgeflogen bin aus dem Gespräch. Ja, nur ganz kurz, ich versuche jetzt mal einen kurzen Überblick zu geben über die zwei wichtigen Akteursgruppen in der rechten Szene in Deutschland, und zwar, was man als alte Rechte oder sozusagen klassische Neonazis bezeichnen könnte, und über die sogenannte neue Rechte, mit der ich mich vor allen Dingen im Rahmen meiner Forschung beschäftige. Diese zwei Gruppen kann man ganz grob nach den Merkmalen Ideologie, Parteien oder verwandte Parteien sozusagen, ihren Merkmalen und ihrer Organisationsform zu unterscheiden. Und die wichtigste Unterscheidung ideologisch ist, dass sich sozusagen die alte Rechte, was man so gemeinhin kennt als Neonazis mit Bomberjacke, Glatzkopf und Sprengerstiefeln, ideologisch an den Nationalsozialismus anknüpfen, beziehungsweise als mehr oder weniger direkte Nachfolger des Nationalsozialismus verstehen, wohingegen sich die sogenannte neue Rechte vom Nationalsozialismus abgrenzt, beziehungsweise sehr nach einer Intellektualisierung des Rechtsextremismus bestrebt ist und sich auf Konservatismus und Kulturessentialismus beruft, anstatt zum Beispiel auf Sozialdarwinismus, Antisemitismus und expliziten Rassismus. Bei den Parteien haben wir im klassischen Neonazi-Spektrum eher die NPD und der Dritte Weg, sowie die Rechte, die damit assoziiert ist. Und bei den neuen Rechten finden wir eher die AfD als parlamentarischen Arm sozusagen. Der größte Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen ist zudem, dass die traditionelle rechtsextreme Gruppierung oft sehr offen gewaltbereit sind und Gewalt ausüben und Gewalt als Mittel der Dominanz zu benutzen. Wohingegen die neue Rechte, wie gesagt, eher auf eine Kulturrevolution, eine Intellektualisierung des Rechtsextremismus setzt. Und auch in der Organisation unterscheiden sie sich insofern, dass klassisch rechtsextreme Organisationen sich oft aus einem sehr lokalen oder regionalen Kontext heraus ergeben und die neue Rechte zunehmend transnationales oder sich aus transnationalen Bewegungen schöpft und sich quasi sehr viel aus dem digitalen, aus sozialen Medien und Online-Netzwerken speist. Das erstmal ganz kurz zur allgemeinen Übersicht, und jetzt würde ich noch ein bisschen mehr auf die jeweiligen Gruppen eingehen. Also wie gesagt, der traditionelle Rechtsextremismus in Deutschland versteht sich mehr oder weniger in Kontinuität zum Nationalsozialismus. Das sieht man vor allen Dingen auch daran, dass es als sozusagen Erkennungszeichen der Szene uns wahrscheinlich vielen von Ihnen bekannte Symboliken gibt, zum Beispiel die 18 oder die 88 als mehr oder weniger verschlüsselte Zeichen für die Initialen Adolf Hitlers oder den Gruß Heil Hitler, aber auch andere klassische Nazi-Symbole wie den Reichsadler, die schwarze Sonne, Hakenkreuze und Bezugnahmen zum Germanentum und nordische Mythologie oder klare SS-Bezüge, die dann oft auch in den Namen dieser Gruppierung auftauchen. Sichtbar ist dieser traditionelle Rechtsextremismus vor allen Dingen seit den 1990er Jahren, wenn wir uns zum Beispiel an die rechtsextremen Ausschreitungen in Hoyerswerda und in Rostock-Lichtenhagen erinnern oder an die Brandaufschläge, an Anschläge auf Wohnungen sogenannter Gastarbeiter in Mölln und Solingen. In den 2000er Jahren ist diese Form der Ausschreitung und Brandanschläge ein wenig abgeflaut. Allerdings muss man natürlich sagen, dass es über die Nullerjahre die rechtsterroristischen Anschläge der NSU gab und im letzten Jahr, im Jahr 2019, den Anschlag auf den Kasseler CDU-Politiker Walter Lübcke, der getötet wurde.
Wie gesagt, diese rechtsextremen Gruppierungen und Kameradschaften sind zumeist national orientiert, auf Deutschland orientiert und gehen oft aus lokalen oder regionalen Strukturen heraus, die sich dann allerdings in, ja, sozusagen oft in Dachorganisationen oder Netzwerken miteinander verbünden und beispielsweise Rechtsrockkonzerte oder Sommerlager zusammen organisieren. Es gibt inzwischen auch vermehrt sozusagen sogenannte Nazi-Dörfer und Siedlungsprojekte, wo sich Rechtsextreme gezielt in Ortschaften, vor allen Dingen auch im Osten Deutschlands, in denen es sozusagen eine Landflucht gibt und einen Bevölkerungsabgang, sich strategisch dort ansiedeln, ja, Häuser und Grundstücke kaufen, um sozusagen eine rechtsextreme Parallelwelt in diesen Dörfern zu schaffen. Von Seiten des Staates geht man gegen solche Organisationen vor allen Dingen mit Verboten vor, wie gerade gestern, als die Gruppierung Sturmbrigade 24 beziehungsweise Wolfsbrigade 44, Entschuldigung, beziehungsweise Wolfsbrigade 44 verboten wurde. Das hat dann meistens zur Folge, dass deren finanzielle Ressourcen und oft auch Waffenarsenale beschlagnahmt werden und dass deren Symboliken nicht mehr benutzt werden können. Allerdings hat es auch den Nebeneffekt, dass diese radikalisierten Menschen natürlich nicht verschwinden oder sich dadurch geläutert fühlen, sondern sich oft in andere Strukturen einbinden, die oft digital und über soziale Medien beziehungsweise über Chatplattformen und zum Teil auch über das Darknet sich vernetzen und mobilisieren. Die neue Rechte hingegen muss man, wie gesagt, als neue Rechte insofern verstehen, als dass sie sich strikt vom Nationalsozialismus abgrenzt, zumindest rhetorisch, und sich vor allen Dingen auf zwei intellektuelle Strömungen beruft. Das ist zum einen die sogenannte Nouvelle Droite, die in den 1960er Jahren in Frankreich entstand, weniger als politische Bewegung und eher als sogenannte Think Tanks, die eine neurechte Ideenwelt schaffen wollten, in denen der Liberalismus und die Moderne das Feindbild Nummer eins sind. Zum anderen beruft sich die deutsche Neue Rechte auch auf die Weimarer Kulturrevolution der 1920er Jahre, wo es vor allen Dingen um eine Überwindung von Parteidemokratie und Pluralismus und Liberalismus geht. Dort ist oft die Rede von einem Zerfall in Dekadenz der Moderne und man möchte angeblich verlorene Wertvorstellungen wiederbeleben, wobei die Ideen von Elite, einer starken Führung, Gott, Nation, einer sehr strengen Ordnung und auch oft volksgemeinschaftlichen und rassistischen Wertevorstellung der Vorzug gegeben wird. Insgesamt geht es also um die Intellektualisierung des Rechtsextremismus hier. Das heißt, man möchte nicht mehr das Bild von des dummen Neonazis in Sprengerstiefeln verbreiten, sondern man versteht sich selber unter der neuen Rechten als eine intellektuelle Avantgarde, die ihre eigenen Thesen und ihr eigenes politisches Weltbild hat und mit der und vor allen Dingen hier mit dem Argument oder dem Konzept des Ethnopluralismus arbeitet. Hierbei Ethnopluralismus muss man dabei verstehen als die Idee, dass jedes Volk auf der Erde quasi seinen angestammten Kulturraum hat und dass es dort auch durchaus das Recht hat zu existieren, aber es sollte keine Vermischung geben zwischen diesen Völkern. Und dabei wird dann oft dieses Konzept weiterentwickelt zur Erzählung des großen Austausches als zentrales ideologisches Element der neuen Rechten. Dabei geht es dann vor allen Dingen um die angebliche Umvolkung, ist vielleicht auch was der eine oder andere von Ihnen schon mal gehört hat, die Idee, dass weiße Europäer ausgetauscht werden
durch Migranten und Migrantinnen, die aus nicht-europäischen Kreisen nach Europa kommen. Wichtig ist hier auch die Strategie, eben die Abkehr von expliziten Gewaltaufforderungen und das metapolitische Streben nach einer kulturellen Hegemonie. Ja, da gibt es ein Problem mit dem Ton. Ja. Bei Hegemonie haben wir aufgehört, mit dir nicht zu hören. Also wenn du einfach nochmal sagst, dass es eine Strebung nach Hegemonie gibt. Ja. Ah, okay, alles klar. Ja. Genau, also es geht um Streben, um kulturelle Hegemonie. Es geht letztendlich darum, die zentralen Ideen der Moderne, ja, was zum Beispiel Demokratie, die Gleichheit aller und eine liberale Weltordnung ist, herauszufordern, indem man eben eine Gegenöffentlichkeit schafft, eine Ideensphäre, die diese Sachen ablehnt und die man dann versucht, in den politischen und kulturellen Mainstream einzubringen. Dabei verlässt sich die deutsche Neue Rechte vor allen Dingen auf publizistische Organe und Netzwerke, vor allen Dingen online und multimodal, insofern als dass es dort klassische Texte gibt, ja, aber man versucht auch zunehmend soziale Medien wie zum Beispiel Instagram und YouTube zu nutzen, um auch mit Bildmaterial und Videomaterial und Tonmaterial zu arbeiten. Hier gibt es zum Beispiel das Institut für Staatspolitik von Götz Kubitschek, was vielleicht ein Begriff ist für den einen oder die andere. Die Junge Freiheit als Wochenzeitung und auch die Zeitschrift Sezession und der Verlag Antois sind hier sozusagen nicht Meilensteine, aber Knotenpunkte für eine Vernetzung der neuen Rechten. Und das Interessante oder das Besondere ist auch, dass die neue Rechte generell an Europa als Kulturraum interessiert ist. Also es ist nicht primär Deutschland, sondern eher ein größerer Kulturraum, was natürlich auch ein Punkt ist, um sich von Anschuldigungen, dass man Nazis oder rechtsextrem sei, abzuwenden, weil man immer noch behaupten kann, es geht ja nicht nur um Deutschland, sondern es geht um eine europäische Tradition. Ja. Jetzt zwei zentrale Akteure der neuen Rechten sind zum einen die Identitäre Bewegung, die Sie hier auf dem Bild sehen, bei einer ihrer öffentlichen Aktionen. Ich nenne es eher identitäre Szene hier, weil es die identitäre Bewegung gibt, bei der man auch Mitglied werden kann, aber es spielt sich auch sehr viel quasi im Dunstkreis dieser Bewegung ab, wo oft nicht klar ist, ob ein Akteur hier unbedingt Mitglied dieser Vereinigung ist oder nicht. Ja, ideologischer Kern ist auch hier der Ethnopluralismus und der große Austausch. Und es geht aus einem transeuropäischen Netzwerk hervor. Die deutsche identitäre Bewegung ist Teil was als Génération Identitaire in Frankreich angefangen hat und heute ein transeuropäisches, mehr oder weniger rechtes Jugendnetzwerk ist, was seine Ableger in verschiedenen Ländern Europas hat. Und das Interessante an der identitären Bewegung ist, dass sie in diesem Kampf um kulturelle Hegemonie, den ich eben schon angesprochen habe, Taktiken und Inszenierungen adaptiert haben, die normalerweise eher einer links-progressiven Gruppe zugeordnet werden. Sie machen zum Beispiel, sie sind aus Brandenburger Tor geklettert vor ein paar Jahren, haben dort Banner entrollt, um quasi zu provozieren und Aufmerksamkeit zu erregen. Und das sind Sachen, die uns vor allen Dingen an Aktionen von Greenpeace zum Beispiel oder von PETA erinnern, wo sich Aktivisten zum Beispiel Tierblut oder symbolisch Tierblut über den Körper kippen oder sowas. Ja, also diese provokativen, sehr medienaffinen Inszenierungen sehen wir bei dieser Bewegung. Zudem sehen wir aber auch von einer Adaption von, was ich Hipster-Ästhetik nennen würde. Sie orientieren sich sehr an den Lebenswirklichkeiten von, ich würde jetzt mal sagen, zwischen 15- und 35-Jährigen. Sie adaptieren viele virale Formate
und in ihrer Kommunikation benutzen sie sehr viele popkulturelle Referenzen und versuchen sich auch als Bewegung wie mit einer Art Corporate Identity zu manifestieren. Was man hier sieht auf den Fahnen, die Aktivisten hier benutzen, ist halt dieses Lambda, was das Logo der Identitären ist und was auch einen hohen Wiedererkennungswert hat und womit sie halt versuchen, ihren quasi Platz im öffentlichen Raum zu beanspruchen. Und hier geht es um mehr als nur eine politische Aktivität, sondern es wird versucht, ein neurechter Lifestyle zu etablieren. Zum Beispiel gibt es den Phalanx Europa, das ist quasi ein neurechter, ein neurechtes, ja, nicht H&M, aber es gibt, dort gibt es T-Shirts und Poster und quasi alles, was das neurechte Herz begehrt, um sich auch dementsprechend zu kleiden. Und man kann zum Beispiel auch sein eigenes Craft-Bier dort bestellen, ja, ein neurechtes Craft-Bier. Also es wird sehr versucht, ein neurechtes Weltbild wegzurücken von dem alten Nazi-Image, sondern es zu versuchen, es irgendwie stylisch und auch für junge Menschen ansprechend zu machen. Das spiegelt sich auch in der identitären Szene wider, die ich als ein weites und oft loses Feld bezeichnen würde, in dem es viele Blogger und Bloggerinnen und Blogger gibt, die auf YouTube oder auf ihren eigenen Webseiten agieren, auch Influencerinnen, sehr viel auf Instagram zum Beispiel, wird hier sehr, ja, subtil versucht, gerade junge Menschen in diese Ideologie einzuführen. Es gibt zum Beispiel auch identitäre Rap-Musik. Also man kann sich quasi als Identitäre oder Identitärer einen ganzen Freundeskreis, einen ganzen Kulturkreis schaffen, vom Craft Beer bis zur Musik, die man hört. Und zur Erkennung unter diesen identitären Akteuren werden zum Beispiel oft Emojis und Hashtags als Codes benutzt, dass man dazugehört, mehr als dass man sich explizit selbst als identitär bezeichnet oder irgendwie einen Mitgliedsausweis dieser Organisation hat. Es gab allerdings soziale Medien wie Twitter und Facebook, die viele Accounts der identitären Bewegung gesperrt haben. Und deswegen haben wir jetzt in den letzten Monaten vor allen Dingen einen Rückzug auf weniger populäre Online-Plattformen, wie zum Beispiel Telegram, wo man jetzt mal sehen muss, wie sich die Bewegung weiterentwickelt, dadurch, dass sie nicht mehr auf den Mainstream-Plattformen wie Facebook und Twitter zum Beispiel vertreten ist. Und vom Startseite her wird die identitäre Bewegung beobachtet und als rechtsextremistisch eingestuft. Ja, wir werden sehen, was das bringt am Ende. Vor allen Dingen ist, also ich werde jetzt nicht sagen das Problem, aber es macht es schwierig, dass da es keine expliziten Aufrufe zu Gewalt gibt, ist es oft schwierig, Strafverfahren einzuleiten, was zum Beispiel einfacher ist bei offen gewaltbereiten Neonazi-Gruppierungen. Dann gibt es, und ich versuche mich zu beeilen, damit ich nicht zu lange die Zeit in Anspruch nehme, die Alternative für Deutschland, die als euroskeptische Partei angefangen hat, inzwischen aber als relativ gesichert rechtspopulistisch oder rechtsextrem bezeichnet werden kann. Sie ist der parlamentarische Arm der neuen Rechten, zum einen, weil es klare personelle Verbindungen zu Akteuren in den Neurechten, in der neurechten identitären Szene gibt, und auch zum Institut für Staatspolitik beispielsweise, was ich eben schon erwähnt hatte. Aber auf der anderen Seite bedienen sie klar ethnopluralistische Positionen und Erzählungen des großen Austausches, die sie ein bisschen anders framen und anders verpacken, aber die im Grunde der Ideologie der neuen Rechten entsprechen. Und das Gefährliche hier ist natürlich auch, dass diese Partei in Parlamenten sitzt und einen ethnopluralistischen großen Austausch, Diskurs und entsprechende Erzählungen in die parlamentarischen Entscheidungsprozesse einbringt und somit mainstreamt, ja, also somit Teil dessen macht, über was Mainstream-Medien, sage ich jetzt mal, also etablierte Medienformate berichten müssen, weil das Teil der parlamentarischen Arbeit ist. Es wird oft berichtet über eine Spaltung innerhalb der Partei,
in ein rechtsextremes Lager und ein bürgerlich-konservatives Lager. Das war gerade jetzt letztes Wochenende im Rahmen des Parteitages auch nochmal ein Thema. Ich würde aber sagen, das ist ein klar strategisch-symbolisches Manövrieren zwischen verschiedenen Klientelgruppen, um wählbar zu sein für rechtsextreme Klientelgruppen, sowie auch für Leute oder Bürger und Bürgerinnen, die sich eher als konservativ verstehen würden. Es gibt keine gemäßigtere Position in der AfD, da im Grunde alle mit diesen großen Austauscherzählungen und diesen Ideen vom Ethnopluralismus letztendlich übereinstimmen. Und das Gefährliche oder das Problematische, sage ich jetzt mal, an dem Fakt, dass die AfD in Parlamenten sitzt, ist natürlich auch, dass es eine gewisse Legitimation für ein neurechtes Weltbild gibt, wenn eine demokratisch gewählte Partei, die dieses Weltbild vertritt, in den Parlamenten sitzt und es natürlich auch Ressourcen zur Verfügung stellt. Finanzielle zum Beispiel, die AfD als Partei bekommt und davon beispielsweise auch oft Leute aus dem identitären Spektrum beschäftigt. Ja, diese Unterscheidung, die ich jetzt gemacht habe, ist vor allen Dingen eine analytische, denn es gibt sehr viele Verstrickungen zwischen alten und neuen Rechten. Ja, die Erzählung des Ethnopluralismus ist im Grunde ein kulturessentialistisches Framing von einer rassistischen Weltanschauung, nur dass man jetzt hier, um den rassistischen Kern zu verdecken, vor allen Dingen von Kultur und nicht mehr von Rasse spricht. Es gibt zahlreiche personelle Verbindungen, die ich schon ein bisschen erwähnt habe, zwischen identitärem Spektrum und rechtsextremem Spektrum. Viele Identitäre waren mal in Neonazi-Vereinigungen. Und wir können zum Beispiel auch an Herrn Kalbitz denken, der jetzt aus der AfD ausgeschlossen ist, aufgrund seiner Vergangenheit im rechtsextremen Milieu. Man muss sich auch klar machen, dass eine neurechte Ideologie nicht explizit gewaltbereit ist, aber eben als Grundlage für ein Weltbild dient, in dem Gewalt gegen Andersdenkende und rassifizierte andere keine Aggression mehr darstellt, sondern quasi als Selbstverteidigung gegen diesen großen Austausch legitimiert werden kann. Und zwei Sätze nur noch, ich werde das jetzt nicht alles durchsprechen, da können Sie gerne noch Fragen stellen am Ende, aber die deutsche Rechte muss muss wahrscheinlich immer schon, aber vor allen Dingen auch im Zeitalter des Internets als eingebunden in globale Netzwerke des Rechtsextremismus verstanden werden, wobei vor allen Dingen internetspezifische Mobilisierungs- und Agitationsformen eine große Rolle spielen, was man sehen kann in zum Beispiel Parallelen zwischen den Attentätern in Oslo und Utøya 2011 und Christchurch und dem rechtsextrem antisemitischen Attentat in Halle letztes Jahr und dem rechtsextremistischen Attentäter in Hanau dieses Jahr. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Sophie. Das war ja sehr interessant, fand ich persönlich. Und mit deinem letzten Stichwort, globale Vernetzung, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind wir gleich da quasi das Stichwort für Jan, jetzt etwas uns über Ostmitteleuropa und Mittelosteuropa zu erzählen. Ja, vielen Dank zunächst mal für die Einladung. Wegen der bisschen ungeklärten Copyright-Geschichte durch den Stream habe ich jetzt keine Bilder, aber wenn Sie die mal googeln, so furchtbar unterschiedlich sehen die ehrlich gesagt auch nicht von den deutschen Rechtsradikalen aus, dann finden Sie die auch schon, die Bilder von ukrainischen, russischen oder polnischen Rechtsradikalen, die natürlich auch sozusagen sich nationaler wie auch radikaler Symbolik ganz ähnlich bedienen, wie wir das eben gerade gesehen haben. Ich bin ja Historiker und außerdem gleich für eine ganze Region hier oder insbesondere die drei Länder, auf die wir uns verständigt haben, zuständig. Deswegen wird es bei mir ein bisschen mehr so eine Tour d'horizon. Ich werde vielleicht ein bisschen weniger ins Detail gehen, aber man kann dann natürlich auch nachfragen oder Sie sind eingeladen, nachzufragen zu einzelnen Ländern und Phänomenen, die ich hier streife. Als Historiker würde ich kurz sagen, also vieles, was wir hier beschreiben und auch was sogar Sophie beschrieben hat in ihrem Beitrag, ist älter, als wir denken. Insbesondere sozusagen auch die Imitation beispielsweise linker Taktiken durch rechtsradikale Organisationen, das gab es bereits beispielsweise im Zarenreich. Also
Man hat die schwarzen Hunderter, die heute so ein bisschen immer als die Erfinder, wenn man so will, des modernen Rechtsradikalismus gelten, haben ganz explizit die Meinung gehabt, dass man den Linken und den revolutionären Bewegungen, den Bolschewiki, Menschewiki, den Narodniki nicht die Straße überlassen darf, nicht die Symbolik überlassen darf, sondern die haben sie genau auf diesem Feld attackiert und auch versucht, eigentlich die kulturelle Hegemonie in dieser entstehenden politischen Sphäre des späten Zarenreichs, im späten 19. Jahrhundert und dann den Revolutionen von 1905 und 17 zu erlangen. Insofern haben wir da schon ganz ähnliche Phänomene vor über 100 Jahren, die wir beobachten können. Das sozusagen nur so als Anmerkung aus historischer Warte. Ich gehe da jetzt nicht ins Detail. Es gibt auch große Themen, die sich natürlich durchziehen durch diese 100 oder 150 Jahre Rechtsradikalismus in Osteuropa. Auch die unterscheiden sich nicht fundamental von Deutschland unbedingt. Da ist natürlich einerseits das Thema der ethnischen Nation. Ja, wir haben es ja mit einem Gebiet zu tun, das insbesondere vor dem Holocaust, aber gewisserweise auch heute noch ein Vielvölkergebiet ist, ethnisch stark gemischt. Und wo das natürlich immer dann zu starken Konflikten führt, wenn ethnischer Nationalismus auf die Fahnen geschrieben wird. Das zweite Thema ist natürlich Antisemitismus. Ja, auch das geht weit zurück, natürlich bis ins 19. Jahrhundert und dann am berühmtesten natürlich mit der vielleicht berüchtigsten antisemitischen Streitschrift, den Protokollen der Weisen von Zion. Auch eine Schrift aus dem späten Zarenreich, die Sie aber auch heute noch in Moskau auf dem U-Bahnhof kaufen können. Also sozusagen, es hat nicht ganz seine Aktualität eingebüßt. Und Sie finden sie natürlich auch in Warschau oder im Nahen Osten. Also da haben Sie auch diese internationale Vernetzung. Und der letzte Punkt, der, glaube ich, auch wichtig ist, also sozusagen nationalistische rechtsradikale Bewegungen in Osteuropa sind antiliberal in der Regel. Und sie bevorzugen eine autoritäre staatlich-gesellschaftliche Ordnung, wenn man das sozusagen so sehr pauschal mal formulieren soll. Im Detail gibt es dann natürlich unterschiedliche Grade der Radikalisierung. Es gibt einen großen Unterschied zwischen den Nationalismen, die wir in Osteuropa antreffen, und das ist, dass einige imperial und andere eher national-emanzipativ gedacht sind. Ich kann sagen, Nationalismus ist ja Nationalismus, das ist alles schlecht. Das hilft aber immer nicht wirklich weiter, wenn man sozusagen verstehen will, was diese Leute tatsächlich erreichen wollen. Und insbesondere der russische Nationalismus ist eben häufig ein imperialer, das heißt, er zielt darauf ab, entweder das russische Reich in seinen alten Grenzen zu erhalten oder heute eben auch wiederherzustellen. Ja, sprechen wir über Gebiete wie Finnland, Polen, Baltikum, Ostseeraum, sozusagen als russische Gebiete, während es sozusagen dann die kleineren, in Anführungszeichen, emanzipativen Nationalismen gibt, der Völker, die auf die Ausbildung von Nationalstaaten zielen. Das hat natürlich auch unter Umständen, wenn Sie an den polnischen Nationalstaat beispielsweise denken, negative Konsequenzen für die Minderheiten in diesen Nationalstaaten. Insofern ist dieses emanzipativ auch immer ein bisschen mit Anführungszeichen zu sehen. Aber es ist kein sozusagen Nationalismus dann, insbesondere wenn man sich auch die Ostseestaaten anschaut, Litauen, Lettland oder so, wo sozusagen auf eine Großreichsbildung hingezielt wird, sondern ganz im Gegenteil. Es geht darum, natürlich aus imperialen Ordnungen auszubrechen und auf den Trümmern der imperialen Ordnung dann die eigene Nation zu errichten oder, wie die Nationalisten sagen würden, wieder zu errichten. Nun hat dieses 20. Jahrhundert das natürlich sehr stark verdeckt. Wenn wir an Osteuropa denken, denken wir an die russische Revolution und die Bolschewiki, an den Kommunismus, an den Sieg Stalins 1945, dann an die kommunistische Ordnung Jaltas bis 1989/91. Doch so ganz so einfach ist das nicht, wenn wir uns die rechtsradikalen Bewegungen anschauen in diesem Raum. Einerseits, weil sie natürlich im Exil fortgesetzt wurden. Das heißt, es gab natürlich starke rechte Bewegungen polnischer, ukrainischer, russischer Nationalisten im Exil, die dort in Paris oder London, Berlin, Wien
fortgesetzt wurden. Und so hat sich diese Tradition gewisserweise auch durch die kommunistische Zeit erhalten. Auf der anderen Seite gibt es auch natürlich Imperiumsbildung, aber auch Nationsbildung unter kommunistischen Vorzeichen und auch ethnischen Nationalismus sozusagen, Antisemitismus unter kommunistischen Vorzeichen. Das heißt sozusagen, es gab ja lange nach 1989 dieses Narrativ, ja, der neue Nationalismus, der jetzt sozusagen nach dem Ende des Kommunismus Osteuropa heimsucht. Das ist in gewisser Weise insofern mit Vorsicht zu genießen, dass wenn Sie mal die offizielle Propaganda, und das war ja auch in der Dissertation so ein bisschen mein Feld, osteuropäischer Kommunisten nach dem Krieg insbesondere sich anschauen, nach dem Zweiten Weltkrieg, dann werden Sie feststellen, dass viele nationalistische Symbole, Erzählungen, die häufig aus dem 19. Jahrhundert oder aus der Zwischenkriegszeit stammen, eigentlich von politischen Gegnern der Kommunisten stammen, sozusagen zur Legitimierung der kommunistischen Ordnung herangezogen werden in Osteuropa. Und wenn wir heute sehen, wie sehr das Bild, sagen wir mal, eines ethnischen Nationalstaates in Polen oder Tschechien in der Bevölkerung verankert ist, dann ist das sicherlich nicht nur eine Konsequenz der Zeit nach 1989, sondern da muss man weiter zurückgehen bis 1945, um zu verstehen, wie dieser ethnische Nationalismus auch im Kommunismus eher eine Schnittmenge dargestellt hat zwischen dem, was die Bevölkerung sich wünschte und was die Parteieliten sich wünschten. Okay, kommen wir in unsere Zeit. Und natürlich beginnt mit Gorbatschow oder begann mit Gorbatschows Perestroika eine neue Zeit. Und wir erinnern uns ja heute gerne an die Perestroika als eine Zeit der Liberalisierung, des Aufbruchs, der Demokratisierung in der Sowjetunion und dann auch etwas später in Osteuropa seit 1985. Man kann da aber auch eine ganz andere Brille aufsetzen. Und dann stellt man fest, dass diese Freiheiten, die gewonnen wurden in dieser Zeit, natürlich auch von den radikalen Rechten genutzt wurden. Ja. Und wenn Sie sich beispielsweise die späte Sowjetunion anschauen, dann kann man immer ein schönes Beispiel geben, die ersten beiden großen zivilgesellschaftlichen Organisationen, die in diesem Imperium entstanden. Das war auf der einen Seite Memorial, die sich für die Aufarbeitung der stalinistischen Verbrechen engagiert hat, und auf der anderen Seite aber Pamjat. Und Pamjat war eine antisemitische, russisch-nationalistische Organisation, die auch seit 1988, 89 viele Anhänger in der Sowjetunion gefunden hat. Die erste Partei, die neben der kommunistischen Partei gegründet wurde in der Sowjetunion, war die LDPR Zhirinovskis, eine Partei, die sich zwar liberaldemokratisch nennt, aber alles andere als liberaldemokratisch ist, sondern eine radikal-nationalistische Partei, die bis heute weiter entsteht. Und dann haben sie sozusagen seit dem Ende der Sowjetunion verschiedenste Splittergruppen bis hin in den sogenannten rot-braunen Bereich, wo sozusagen Bolschewismus und Nationalsozialismus sich dann treffen, etwa in den Nationalbolschewisten Limonows, der ja auch so als schillernde Figur, ich glaube letztes Jahr ist er gestorben, dann durch die postsowjetische politische Landschaft gegeistert ist. Damit hätte ich zu Russland schon was gesagt. Russland nach 1989 ist natürlich offiziell im Demokratisierungsprozess. Tatsächlich sind diese Prozesse natürlich weitgehend ambivalenter. Wenn man zur Ukraine nach 1989 oder seit der Perestroika etwas sagen sollte, dann ist es natürlich auch hier das Wiederaufleben traditioneller nationalistischer Bewegungen, die es insbesondere im Exil gegeben hat und dann aber auch in Kollaboration mit dem Nationalsozialismus während des Zweiten Weltkriegs. Stichwort ist Stepan Bandera natürlich, der sagen heute von manchen so als ukrainischer Nationalheld verehrt wird. Das sind alles natürlich politische Strömungen, die sich in der nach-sowjetischen Ukraine, post-sowjetischen Ukraine etablieren, die aber auch, und das muss man gerechterweise auch sagen, in der Ukraine eher marginal bleiben. Zunächst einmal. Das sind keine Bewegungen, die in der Regel große Wahlerfolge einfahren. Wir reden über 5-10% maximal. Auch in Polen, das war das dritte Land, über das ich etwas sagen sollte, gibt es natürlich diese rechte Tradition, die insbesondere zurückgeht auf Roman Dmowski und die sogenannte Endecja, also die Nationaldemokraten der Zwischenkriegszeit. Das wird natürlich relativ erfolgreich wiederbelebt und man kann darin
das wäre jetzt zu kompliziert, das im Einzelnen aufzudröseln, schon den Kern sehen, natürlich der heutigen PiS-Partei, die jetzt auch in Polen regiert, die ja rechts, als rechtspopulistisch einzustufen ist. Nicht als nationalsozialistisch, aber doch eben als ganz klar rechtspopulistisch. Und damit sozusagen kämen wir zu dem Problem, glaube ich, was ich sehe in unserer Gegenwart in der Region. Man muss unterscheiden, sowohl in Russland als auch in der Ukraine, als auch in Polen, zwischen sozusagen staatlich gesponserter rechter Ideologie. Ja, das gibt es unter Putin. Das kennen Sie vielleicht, wenn Putin sich inszeniert als Verteidiger der europäischen Werte, wenn er wettert gegen Gay, Europa und so weiter. Das sind sozusagen ja ganz offiziell staatliche Positionen des Kreml, die auch mit Kremlgeld in ganz Europa gewisserweise rechte Positionen, die vertreten werden. Aber sozusagen jenseits dieser staatlich finanzierten, sei es durch PiS, sei es durch Jedina Jarassia in Russland, finanzierten Ideologie, gibt es natürlich auch unabhängige nationalistische Bewegungen. Also es gibt diesen sozusagen, was manche Leute nennen, Systemnationalismus. Und dann gibt es einen radikalen Nationalismus, der sozusagen sich versucht, von dieser staatlichen Vereinnahmung zu distanzieren und der dann häufig auch in die Illegalität eher gedrängt wird, weil natürlich sagen in diesen autoritären Staaten, ja, insbesondere in Russland, keine unabhängigen politischen Bewegungen geduldet werden. In Polen gibt es auch relativ strikte Gesetze gegen offen nationalsozialistische Parteien. Die haben es nicht ganz leicht. Das ist schon auch ähnlich wie bei uns. Da wird durchaus mit Verboten gearbeitet. Das sind sozusagen eben dann Leute, die weit rechts eben auch von PiS angesiedelt sind. Insgesamt muss man immer bedenken, dass dieses politische Spektrum im Postkommunismus natürlich nur sehr schwer mit dem politischen Spektrum in Deutschland zu vergleichen ist. Das sind zwei Paar Schuhe. Wir haben dann eben auch da sozusagen jenseits des Systemnationalismus oppositionell paramilitärische Gruppen, Skinheads, Nazis, Rechtsrock, alles, was man so aus Westeuropa auch kennt in diesen Staaten als mehr oder weniger erfolgreiche Jugendkultur. Mir scheint, dass insbesondere seit dem Eintritt in die EU in Ostmitteleuropa es da einen gewissen Auftrieb gibt, weil sozusagen bis 2004 hat man sozusagen dieses Projekt für diese Staaten auch als nationales Projekt in die EU einzutreten. Und seitdem gibt es so eine gewisse Frustration, dass auch nicht alles gut geworden ist, da jetzt mal sehr pauschal mit dem EU-Beitritt. Und diese sozusagen gewisserweise Lücke treten häufig auch diese Bewegung. In Russland kann das auch eine Form wahrhaft, also sozusagen oppositionellen Denkens sein in der Jugend. Also wenn man sich sozusagen im Untergrund engagiert, zum Beispiel bei Limonov unter den Nationalbolschewisten, dann kann man dafür ins Gefängnis gehen. Das ist sozusagen ein Teil des Kampfes eines Teils der Jugend gegen die Putin-Regierung, auch wenn uns das vielleicht sozusagen politisch überhaupt nicht sympathisch ist. Das ist ein Teil der Opposition. Abschließend vielleicht zur Ukraine. Das sind natürlich sozusagen dann auch auf dem Maidan teilweise rechtsradikale Bewegungen vertreten gewesen. Da kann man aber dann eben auch sehen, wie dann Versuche stattgefunden haben, das wieder einzufangen. Also wenn Sie beispielsweise an die Azov-Bewegung denken, die ja auch paramilitärisch organisiert war, die auch auf dem Maidan vertreten war, die dann auch die Verteidigung im Donbass zunächst mit übernommen hat mit ihren Freikorps, wurde dann versucht, zumindest in großen Teilen ist das wohl auch gelungen, seit 2016/17 in die reguläre Armee der Ukraine wieder zu überführen. Aber da sehen wir sozusagen, wo diese ja, sich ständig wandelnden Strukturen zwischen freien Bewegungen und staatlichem Nationalismus changieren. Und da lohnt es sich dann immer in jedem einzelnen Land genau hinzuschauen, um die Situation da zu verstehen. Da gibt es sicherlich keine pauschalen Urteile. Soweit vielleicht erstmal. Danke. Ja, ich bedanke mich auch ganz recht herzlich bei Jan. Also vielen Dank, das war auch sehr interessant. Das weitere Prozedere ist ja jetzt das Folgende, dass die Zuschauer und Zuhörerinnen, Zuschauer und Zuhörer, mein Gott, Entschuldigung, die
Zuschauerinnen und Zuschauer und die Zuhörerinnen und Zuhörer ihre Fragen in den Chat schreiben können, den sie hoffentlich finden neben den YouTube-Kanälen. Die Fragen kommen dann hier irgendwann bei mir an und ich werde die dann auch an Jan und Sophie weitergeben. Bis es dann soweit ist, können wir erst unter uns noch ein bisschen das eine oder andere besprechen. Wir sind nämlich bei euren Vorträgen ein paar Fragen auch gleich selber gekommen. Also vor allen Dingen war jetzt hier verschiedentlich von Strukturen die Rede. Dann hat es mal geheißen, es sind Bewegungen. Dann hat jemand gesagt, das sind Strömungen oder es ist eine Strömung. Oder es sind auch schon mal von Gruppierungen die Rede. Also das ist ja eine ziemliche Bandbreite von Begriffen. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, wie man sich das vorstellen muss eigentlich. Also wie ist denn jetzt die Beziehung der Menschen, also über die wir jetzt gesprochen haben, eigentlich? Wie halten die zusammen oder was hält die zusammen oder wie finden die sich oder wie eng sind diese Gruppen oder Strömungen eigentlich? Gute Frage. Also ich meine, von Strukturen kann man natürlich dann in verschiedenen, Dimensionen oder Zusammenhängen sprechen. Ja, also man kann natürlich von finanziellen Strukturen in gewisser Weise sprechen, wenn man jetzt interessiert ist an wer gibt wem Geld, um was zu machen oder wo kommt das Geld her, durch was wird etwas finanziert. Oder andere Organisationsstrukturen, wo es dann halt irgendwie um mehr oder weniger offizielle Mitgliedschaften in gewissen Vereinigungen oder Kameradschaften oder Parteien oder was auch immer geht. Speziell bei der neuen Rechten ist es schwierig, weil das würde ich denken, ist eine strategische Entscheidung dieser politischen Szene, sich halt sehr flexibel zu organisieren, ohne groß offizielle Mitgliedschaften, denen man handfest sozusagen zugeordnet werden könnte. Es gibt natürlich Führungspersönlichkeiten, ja, in diesen Bewegungen. Ich würde halt eher sagen, da guckt man, wenn man auf die neue Rechte guckt, guckt man sich ein Muster von Interaktionen und Akteuren an, die letztendlich verbunden sind durch ideologische und narrative Elemente, ja, also die alle in irgendeiner Weise diesen großen Austausch neu erzählen oder ein ethnopluralistisches Weltbild verbreiten. Und da würde ich halt die Struktur sehen oder das sehen, was es ist, was diese Akteure zu einer Struktur macht. Ja, und Jan, wie siehst du das vielleicht? Als Historiker würde ich da auch zunächst mal zwei historische Argumente bringen. Und das eine sind natürlich, auch die heutigen Rechten sind gar nicht so weit entfernt von den Nazis in dieser Hinsicht, wie man immer denkt. Also die Nazis haben sich ja bekannterweise immer als Bewegung definiert und nicht als Partei. Also Hitler spricht immer von der Bewegung. Und das ist ganz wichtig, weil sozusagen das ist die Abgrenzung gegenüber der SPD und dem Zentrum und so weiter. Wir sind keine Partei, sondern wir sind eine Volksbewegung sozusagen. Und das AfD heißt auch nicht Partei im Namen, sondern das heißt auch irgendwie anders. Ich glaube, das hat man in Osteuropa natürlich häufig auch, diese sozusagen Inszenierung als Bewegung und nicht als Partei. Greift dann natürlich noch das zweite historische Argument, das da lautet, der Name Partei war natürlich nach dem Kommunismus einigermaßen verbrannt in Osteuropa. Ne? Niemand wollte mehr in irgendeiner Partei sein. Und Bewegung klingt dann schon schicker und irgendwie ein bisschen amorpher. Partei klingt furchtbar nach Parteilehrjahr und Parteistrukturen. Und das hatte man ja gerade 50 bis 70 Jahre lang und hatte deswegen natürlich auch keinen besonders guten Ruf. Nun gibt es aber natürlich eben auch genuin rechtspopulistische Parteien wie PiS in Polen. Das ist eine Partei und keine Bewegung. Das funktioniert auch als Partei, wobei man eben häufig sehen muss, dass sozusagen diese Parteien dann schon auch in ihren inneren Strukturen das abbilden, was sie gewisserweise nach außen auch predigen. Sprich, sie sind sehr autoritär aufgebaut, sie sind häufig sehr männerbündlerisch aufgebaut,
Sie sind kein sozusagen Forum zur demokratischen Willensbildung oder so, wie man sich das Idealita bei einer Partei vorstellt, sondern sie bestehen, Kaczynski, Żirinowski, mehr oder weniger aus einer Person, die da natürlich den Ton angibt und auch die Richtung vorgibt. Das heißt sozusagen, das autoritäre Bild, was man für den Staat und die Gesellschaft hat, das bildet sich natürlich dann auch in der eigenen Partei ab oder auch in der eigenen Bewegung. Ne? Wenn man sich eben die Nationalbolschewisten beispielsweise in Russland anschaut, dann könnte man natürlich auch sagen, das ist im Prinzip eine Limonow-Bewegung und nach dem Tode Limonows wird die dann auch zerfallen, weil die sozusagen auch durch diese charismatische Führerfigur in gewisser Weise zusammengehalten wurde. Und diese charismatische Führerfigur, mehr oder weniger, ich finde Kaczynski ja nicht so charismatisch, aber irgendwas muss er ja haben. Also irgendwie hat er diese Partei ja auch geschaffen. Die spielen hier natürlich eine große Rolle, eine größere Rolle als in anderen Parteien, wo sozusagen die Programmatik und der Streit um die politischen Ideen eine größere Rolle spielt. Das ist sicherlich hier nicht der Fall. Sehr häufig inszeniert man sich natürlich auch als Bewegung der Jugend. Auch das ist natürlich was man aus dem Nationalsozialismus kennt. Sozusagen die Abgrenzung von dem Alten und die Zukunft der Nation liegt irgendwie in diesen Bewegungen, die dann auch Idealita von jungen, hübschen Menschen irgendwie unterstützt werden, während man sich gegen das alte Funktionärstum und die Korruption aus dem Kommunismus und so weiter wehrt. Und das sind natürlich alles sozusagen Sachen, mit denen da gespielt wird. Das funktioniert dann mehr oder weniger gut und ist auch mehr oder weniger kontextabhängig von der jeweiligen politischen Situation, würde ich sagen. Und es tritt natürlich auch eine völlig neue Lage ein, in dem Moment, wo eine dieser Parteien an die Regierung gerät, wie sagen wir PiS in Polen, und dann anfangen kann, den Staatsapparat umzubauen, den Medienapparat umzubauen, das öffentlich-rechtliche Fernsehen umzubauen. Ne? Also wie Putin das sozusagen in Russland auch vorgemacht hat, den autoritären Staat zu errichten. Also dann sozusagen wird eben aus der autoritären Bewegung und Politik der autoritäre Staat. Und da haben wir ja mittlerweile auch eine relativ gute Blaupause, wie das funktioniert. Eigentlich ist da sozusagen der Prototyp des postkommunistischen autoritären Staates Belarus mit der Machtübernahme von Lukaschenko 1994-95. Der hat eigentlich alles schon in seinem kleinen Belarus vorgemacht, was Putin dann ab 99 in Russland nachmacht oder die PiS jetzt. Und wenn Sie sich viele politische Strategien anschauen, die dann da ausgetauscht werden, dann sehen Sie natürlich auch, dass diese Parteien, Führer, Bewegungen auch voneinander lernen und ständig sich sozusagen gegenseitig beobachten. Und dass es sozusagen auch so ein Spiel ist in der gesamten Region, aber darüber hinaus natürlich auch in der westlichen Welt. Wir dürfen nicht vergessen, dass es nicht nur Kaczynski gibt, sondern auch Marine Le Pen und Donald Trump und Gauweiler. Also wir sind dann davon nicht frei. Und die Frage ist sozusagen dann ja letztendlich, was macht das eigentlich so attraktiv für Gesellschaften? Jetzt hast du am Anfang gesagt, wenn ich da mal nachfragen darf, da gibt es so Führerfiguren. Ja, das betrifft ja sozusagen dann die Gesamtbewegung, wenn man das mal so aufgreifen soll, das Wort. Aber wie ist das eigentlich auf der regionalen Ebene? Was meinst du? Sind denn da auch solche einzelnen Akteure, die irgendwie hervorstechen und wenn die auf Telegram oder irgendeinem anderen Dienst schreiben, wir machen morgen eine Demo oder lasst uns dies und das tun, dann kommen wirklich ihre Klientel, kann man ja fast sagen, und machen das dann auch mit denen oder sagen, ja, ich bin dabei oder sowas? Oder wie finden die sich dann auf regionaler Ebene sozusagen oder lokal? Was meinst du? Naja, das gibt's schon. Häufig funktioniert es dann ja auf lokaler Ebene auch mit lokalen Gegebenheiten, also lokalen Problemen oder das funktioniert auf paramilitärischer Basis oder so. Also da geht es entweder um Waffen oder um Denkmäler, die errichtet werden sollen, eben auch um diese Projekte für kulturelle Hegemonie, wie Sophie das ganz richtig genannt hat. Oder auch daran, einfach sich an dem Gegner abzuarbeiten. Wenn sozusagen der politische Gegner in Białystok oder so eine große Kundgebung macht, sozusagen gegen diese neuen Abtreibungsgesetze in Polen,
dann mobilisiere ich einfach meine rechtsradikale Hooligan-Hundertschaft und versuche da sozusagen eine Gegendemo zu starten. Da sieht man dann ja sozusagen auch, das konnte man ja auch im Internet und so zum Beispiel in Polen ganz gut beobachten, wie dieser Kampf um die Hegemonie im öffentlichen Raum ganz offen geführt wird. Und in Warschau haben die Rechtsradikalen natürlich ganz klar verloren, aber in der Provinz ist das längst nicht so klar. Ich glaube, da gibt es sozusagen ganz, da müsste man sich das eben vor Ort ganz genau anschauen, wer da eigentlich, wie da eigentlich die Kräfteverhältnisse sind und wer da mobilisierungsfähig ist und so weiter. Und auch da wieder hat man dann natürlich sozusagen irgendwo einen Punkt, wo der Staat da auch mitmischt unter Umständen. Nicht? Also bei diesen Paramilitärs in Polen sieht man zum Beispiel, dass die PiS-Regierung jetzt auch versucht, die teilweise zu legalisieren und in so eine Art Landwehr, weil Polen ja so bedroht ist von Osten und so, umzubauen, sodass so dieses Waffentragen auch legalisiert wird, aber gleichzeitig diese Leute dann sozusagen auch als so eine Art Hilfspolizei eingesetzt werden können. Und das sind sozusagen, glaube ich, dann die Sachen, wo die Bewegung überführt wird in den autoritären Staat und wo es auch wirklich gefährlich wird für die Opposition und für die Leute, die da nicht an Bord sind. Ja, vielen Dank. Also, das ist jetzt schon wieder einen Schritt weit. Ich hatte noch eine Frage zuvor, aber es ist leider ein bisschen so in der Diskussion, dass man da ein bisschen hin und her springt. Wir wollen das aber nicht vergessen, was du gesagt hast, so ist das jetzt nicht gemeint. Ich hatte nur noch bemerkt, dass du ja gesagt hast, dass die sehr männlich wären, die Bewegung. Und da wollte ich Sophie mal fragen, ob sie das auch so sieht, dass also, oder welche Rolle spielen denn da Frauen eigentlich in Deutschland zum Beispiel in diesen Bewegungen und den Strukturen sozusagen? Eine sehr wichtige, also man kann schon sagen, dass es, wenn man sich jetzt so die Mitgliederzahlen anguckt, sage ich jetzt mal, es ist schon Männer dominiert. Aber also in den Frauen kommt schon eine zentrale Position zu, jetzt in eher, sage ich jetzt mal, klassisch rechtsextremeren Strukturen. Natürlich, weil sie, ja, wie soll man sagen, eine gewisse Sozialisationsfunktion haben in gewisser Weise, ja, oder eine gewisse Organisationsfunktion. Gerade wenn man sich zum Beispiel diese Nazi-Siedlung, sage ich jetzt mal, anguckt, kommt der Rolle der Mutter, ja, also im Nationalsozialismus sowieso, aber auch heute bei dem Gedanken, dass man quasi ein kleines, nationalsozialistisches Paralleluniversum schaffen möchte, natürlich der Reproduktionsfunktion der Frau, aber auch der Erziehung und in dem Sinne der kulturell-sozialen Rolle der Frau eine sehr zentrale Rolle zu. Und auch also im generellen Fördern des Zusammenhalts in der Gruppe, ja, also in, so blöd das jetzt klingt, ja, aber einen netto und sozialen Zusammenhalt und Umgebung schaffen für diese Vereinigung. Bei den neuen Rechten, wie schon erwähnt, ist es ja quasi auch jetzt vielleicht blöd ausgedrückt, aber es soll ja auch eine Bewegung für die ganze Familie sein und vor allen Dingen sehr allumfassender Lebensstil. Und da spielen zum Beispiel, da sind die Männer zwar auch klar in der Überzahl als Aktive, die Frauen werden aber sehr in den Vordergrund gerückt, was natürlich zum einen die Funktion hat, zu zeigen, es gibt eine gewisse Gleichberechtigung, auch Frauen können hier eine Rolle spielen, also eine Gleichberechtigung in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal. Die Idee ist natürlich auch, dass das eine gewisse Verharmlosung, ja, dass man sagt, aber hier sind ja auch Frauen dabei, deswegen können wir so schlimm gar nicht sein, wenn wir auch sozusagen so zarte und nette Wesen hier bei uns haben. Für die Rekrutierung liegt da auch so oft implizit oder explizit das Versprechen, du kannst hier eine Freundin finden, ja, oder hier sind auch nette Mädels dabei, die du kennenlernen kannst. Gerade für, ja, frustrierte Spätpubertärende, vielleicht ein interessanter Aspekt dann auch. Und es gibt aber auch sehr viele, sie nennen sich, Influencer, muss man einfach sagen, Frauen, die aktiv auf zum Beispiel auf Instagram oder auf ihren Blogs nach außen gehen, um ein traditionelles Frauenbild zu leben, in denen sie quasi dazu da sind, ja, ihren Mann zu unterstützen in seinen wie auch immer gearteten Aktivismus, Kinder zu kriegen und quasi, ja, so eine Art Antifeminismus zu leben und zu zeigen, dass sie auch selbstbestimmt sind, dass sie sich selbst dafür entscheiden und wie sie das genießen und quasi
ein Frauenbild der 1950er Jahre propagieren, auch oft klare Antreibungspositionen beziehen und es quasi attraktiv machen für junge Mädchen vor allen Dingen oder für junge Frauen, sich in Anführungsstrichen zurückbesinnen auf die traditionelle Rolle der Frau, die sie dann in so einer Gesellschaftsvorstellung haben. Ja, aha, interessant, wirklich. Ich habe schon die nächste Frage auf der Lippe sozusagen, aber es ist so, ich muss nochmal die Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuschauerinnen natürlich ermuntern, nochmal Fragen in den Chat zu schreiben. Die kommen dann hier etwas zeitversetzt bei mir an. Aber noch ist ja Gelegenheit, noch sind wir nicht am Ende der Veranstaltung. Ja, die heißt ja nun ein Vergleich, zumindest war es im Titel so angekündigt, dass wir einen Vergleich herbeiführen wollten oder was vergleichen wollten. In euren Vorträgen habt ihr ja beide sehr viel gesagt, was man da nun heranführen könnte. Es gibt sehr große Ähnlichkeiten, das hatte Jan auch unterstrichen. Aber ich greife jetzt das auf, was Jan dann nochmal zuletzt gesagt hat, dass hier mal ein bisschen platt gesagt im Osten Europas, obwohl das jetzt nicht sehr grob ist, so eine Art Blaupause zu entdecken ist. Ja, eine Blaupause, wie das laufen kann, sag ich mal. Ich meine, wir könnten unseren Vergleich auch ein bisschen in die Richtung fokussieren, also um jetzt nicht vielleicht einzelne Verhaltensweisen, die ja auch schon erwähnt worden sind und den Zuschauerinnen und Zuschauern wird das nicht entgangen sein, was da Paralleles erwähnt worden ist von euch beiden. Aber mal dahingehend entwickeln den Vergleich, also ja, ist das wirklich so eine Blaupause für, sind bestimmte Dinge, die passiert sind, sagen wir mal in Polen oder in Russland, ist das eine Blaupause für andere Staaten oder für andere Regionen Europas? Auf jeden Fall, würde ich sagen. Also die Frage ist sozusagen natürlich auch mal, was dann da konkret passiert in diesen Staaten. Wir haben es ja mit Staaten zu tun im Osten Europas, die sozusagen nach dem Ende des kommunistischen Parteistaates durch schwache demokratische Institutionen hatten, also eine schwache Judikative, wenig ausgeprägte pluralistische Öffentlichkeit, eine relativ, ja, nach westlichen Standards zumindest nicht so stark entwickelte Zivilgesellschaft, ein sehr sprunghaftes Parteiensystem. Das ist sozusagen natürlich das, was wir da haben. Und das macht es in gewisser Weise diesen autoritären Umbau dann viel leichter. Ja, ich meine, aber das wäre in Dänemark ganz anders zum Beispiel oder in Deutschland, oder? Naja, nehmen wir mal Trump. Also der hat sich ja schon an dem amerikanischen Staat auch ein Stück weit die Zähne ausgebissen. Ja? Nicht jeder sozusagen hat gleich gespurt, wenn er was wollte. Und Traditionen wie der Oberste Gerichtshof oder der Senat haben eine Tradition, die über 200 Jahre zurückgeht. Das ist, glaube ich, schwieriger auszuhebeln, als wenn ich nur mit ein paar Oligarchen einen neuen Deal verhandeln muss. So wie in Russland. Und dann habe ich schon alle Fernsehsender in der Hand. Da gibt es eine ganz andere Medienlandschaft in den USA, die Trump sozusagen außerhalb von Fox News gar nicht kontrollieren kann. Insofern hat er nicht dieses Informationsmonopol, er hat auch kein Monopol über die Gerichte und so etwas. Das ist einfach eine andere Ausgangslage. Da haben wir eine viel fluidere Ausgangslage in Osteuropa. Aber dennoch glaube ich, man kann das sehr schön sehen an dieser ersten PIS-Wahlsieg 2005 oder 2006, nageln Sie mir jetzt nicht fest, welchem Jahr das genau war, und dem zweiten. Bei dem ersten wussten die eigentlich nicht so genau, was sie machen mussten. Da haben sie so rumgeeiert und dann waren sie irgendwie nach 2 Jahren wieder weg vom Fenster. Beim zweiten Mal hatten die genau einen Masterplan, da wussten sie gehen rein in die Medien, sie übernehmen das Fernsehen, sie setzen die Wirtschaft unter Druck. Sozusagen die PIS hat genau eins nach dem anderen abgearbeitet, eine Institution, sie übernehmen das Verfassungsgericht. Sie haben eins nach dem anderen genau abgearbeitet und deswegen sind sie jetzt so stark. Nicht, weil sie so eine hohe Unterstützung in der Bevölkerung haben, die ist teilweise nur bei 30 oder unter 30% der Wahlberechtigten. Ja, gehen auch nur 50% der Leute zur Wahl in Polen, das ist auch Teil des Problems. Sozusagen, die haben einen gewissen Unterstützerkern, aber die haben längst nicht die ganze Gesellschaft irgendwie hinter sich. Aber die haben schon sehr gezielt beim letzten Mal angefangen, dann den Staat umzubauen. Und ich glaube, das ist sozusagen sowas, wo es in Osteuropa sozusagen ein gewisses Herrschaftswissen gibt. Ich muss die Medien kontrollieren, ich kaufe mir die Abgeordneten im Parlament,
Ich muss irgendwie die Gerichte unter Druck setzen. Und wenn ich da dann bin, dann bin ich ja schon sehr nah dran an dem autoritären Staat. Also wo sind denn dann noch die Checks and Balances, die diese Leute aufhalten sollen? Ja, wenn ich dann noch die Geheimpolizei in der Hand habe und es wieder anfängt, dass unbotmäßige Leute morgens um 5 dann Besuch kriegen zu Hause, weil jemand an der Tür klopft, was in Polen auch schon wieder vorgekommen ist, bei Historikerkollegen zum Beispiel, die nicht so ganz auf Linie waren, dann ist man nicht mehr so weit entfernt von dem, was man eigentlich dachte, dass man das 1989 beerdigt hätte. Und dann zeigt es für mich schon, dass es da sozusagen Lernprozesse gibt oder auch ja teilweise einfach auch nur zurück in die Vergangenheit, wo man diese autoritären Strukturen sehr schnell wieder aufbauen kann. Und man hofft natürlich mit Sicherheit, ich meine, Demokratie ist immer eine Ordnung, die müssen die Leute wollen. Wenn die Leute die Demokratie nicht mehr wollen, auch in Deutschland, wird es auch in Deutschland keine Demokratie geben. Auch nicht in Dänemark. So, wenn 70% der Leute das nicht wollen, wird es nicht geben. Und insofern kann man nur hoffen, dass es hier anders läuft und dass Institutionen ein größeres Eigenleben haben, ein größeres Selbstbewusstsein. Aber ich glaube andererseits, dass autoritäre Bewegungen sehr viel daraus lernen können, wie Politik gemacht wurde in Osteuropa in den letzten 30 Jahren und was das bedeutet, die gesamten Medien zu kontrollieren, wie man Fake News macht, wie man Fake-Parteien gründet, wie man Fake-Kandidaten aufstellt. Das sind ja teilweise Sachen, die in Russland erfunden worden sind, die jetzt sozusagen in den USA auch übernommen wurden von den Republikanern, zum Beispiel mit, das ist so ein russisches Konzept, dass man einen Oppositionskandidaten dadurch beschädigt, dass man jemanden aufstellt für dieselbe Wahl, der denselben Namen hat. Ja? Der heißt dann auch Melnikov. Ja? Und wenn die Leute dann in die Wahlkabine gehen, da muss man gar nicht betrügen, dann wählen 5% den Falschen und mein Kandidat gewinnt, weil die sehen einfach nur Melnikov und so. Und interessanterweise haben das zum Beispiel die Republikaner in Florida jetzt bei der letzten Wahl übernommen. Da haben die Demokraten einen aufgestellt, der hieß Suarez. Und dann haben die Republikaner einen dagegen aufgestellt und noch einen anderen Suarez sozusagen. Das ist aber ein russisches Putin-Polittechnologie-Phänomen. Und natürlich haben Leute dann auch den falschen Suarez gewählt, der eigentlich gar kein Kandidat ist, sondern ist egal. Und diese Stimmen sind hinten runtergefallen. Aber das ist sozusagen interessant, weil da werden sozusagen politische Technologien entwickelt in Osteuropa. Und da geht es dann sozusagen auch darum, das ist mein letzter Punkt, zu sehen, das ist nicht nur rückständig, was da alles passiert, wie man hier mal gerne sagt, ah, die haben alle keine Demokratie, das ist rückständig. In gewisser Hinsicht ist es politische Avantgarde. Ja? Das ist politische Avantgarde im Aufbau autoritärer Staatlichkeit. Also wenn ich das jetzt zusammenfassend sagen darf, dann schien mir am Anfang deines Beitrags, deiner Rede, hast du sowas gesagt, nee, da gibt es eher so eine Ost-West-Spaltung vielleicht, das kann man sich gar nicht so im Westen vorstellen. Und jetzt am Ende hast du auch ganz viele Dinge gesagt, wo ich sagen würde, ja, das kann man sich ja tatsächlich vorstellen und Beispiele hast du gebracht. Jetzt möchte ich noch hören, was Sophie dazu sagen möchte, dass Vorgehensweisen, wie Jan das über Polen erzählt hat oder aus Russland, wie wir sie aus Russland kennen, also ob das eine Blaupause sein kann für zum Beispiel Deutschland. Oder Dänemark. Oder. Ja, also natürlich gibt es hier, ja, sage ich jetzt mal, eine etabliertere demokratische Institution. Also von daher ist es schon eine andere Geschichte in gewisser Weise, ja. Oder hier gibt es ja auch eine ganz andere, entschiedenere Ablehnung, wenn man sich jetzt Deutschland als mit seiner Geschichte und Erinnerungskultur anguckt, ja, wie man zum Beispiel extremistischen Organisationen entgegentritt und Verbotsverfahren einleitet und sowas. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, auch wenn jetzt rechte Bewegungen und Parteien nicht in die Medien kommen, also sich jetzt am öffentlich-rechtlichen Rundfunk zumindest teilweise die Zähne ausbeißen, wobei man auf der anderen Seite auch sagen muss, dass sie sich da sehr schon sehr gut in Talkshows und sowas platzieren und eine Plattform da strategisch nutzen, die sie dort bekommen. Aber es wird natürlich versucht, eine rechte Medienlandschaft zu schaffen, sodass, wenn man sich erstmal in ein rechtes Weltbild begeben hat, ja, man auch sehr gut klarkommen kann, ohne, also in seiner eigenen Welt, die dann halt Strategien übernimmt die sich oft auch auf, ja, also Russia Today verlässt, ja, oder Sachen reproduziert,
oder einspeist in ihre Kanäle, die auch Fake News und Verschwörungstheorien verbreiten, was dann natürlich irgendwie keine staatlichen Medien sind, aber schon eine Fülle an, ja, an Bild- und Tonmaterial mit Zeitungen und Zeitschriften, ja, die, die ein komplettes, eine komplette Parallelwelt schafft, in der man sich dann, in der man Leute weiter radikalisieren und indoktrinieren kann, sage ich jetzt mal. Ja, und das kann man vielleicht schon als Parallele sehen, auch wenn man hier keine staatlichen Strukturen in dem Sinne ausnutzt dafür. Wobei, so ganz stimmt das auch nicht. Wir haben das in Brandenburg ja schon mit der AfD sozusagen. Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass in sämtlichen Beiräten der Gedenkstätten, der Institute, ja, der Wissenschaftslandschaft, ja, die AfD einfach aus Gründen des Proporzes, solange 20-30% der Leute sie wählen, demnächst jedes Mal, wenn das nach 5 Jahren neu gewählt wird, massiv vertreten sein wird. Und ich glaube, wir wissen eigentlich noch gar nicht, was das bedeutet. Und ich bin mir nicht sicher, dass die deutsche Wissenschaft so ein wahnsinnig strategisches Abwehrkonzept schon hat da drauf, sozusagen, wenn die AfD da die richtigen Bündnispartner finden sollte, Gott bewahre, um sozusagen diese demokratischen Institutionen dann für sich auszunutzen. Also so weit sind wir davon nicht entfernt, auch nicht da, wo ich jetzt sitze oder so. Ja. Und da brauchst du doch mal einen richtigen Wahlerfolg und lass sie mal 40% bekommen oder so, dann übernehmen die ersten Läden oder so. Und was machen die dann? Dann haben die Haushaltsrecht, dann können die auch ganz schnell mal eine Gedenkstätte schließen. Dann ist vorbei mit der Erinnerungskultur. Also ja, sozusagen, das sollte man nicht zu sehr externalisieren Richtung Polen und so weiter. Das sind schon Sachen, wo sozusagen diese Strukturen ja hier auch vorhanden sind. Und solange sie in den richtigen Händen sind, ist das überhaupt kein Problem. Aber wenn die falschen Leute das übernehmen, weiß ich nicht, was dann als nächstes passiert. Ja. Ja, man hat natürlich das Problem auch schon auf regionaler oder lokaler Ebene, gerade mit Kultureinrichtungen, ja, denen Gelder gestrichen werden für zu linke oder zu progressive Stücke oder auch andere Bildungsprogramme, die dann gestrichen werden, beziehungsweise gegen die dann erstmal Einspruch irgendwie erhoben wird und die dann durch irgendwelche längeren parlamentarischen Prozesse müssen, bis ihnen Gelder bewilligt werden. Ja, also das ist natürlich, ja, das ist definitiv ein Problem. Ja, vielen Dank. Was kann man denn gegen Rechtsextremismus machen als Normalbürger eigentlich? Was sollte man tun? Ich meine, ihr habt beide hervorgehoben, dass sie sehr die extremen Rechten sehr kreativ eigentlich sind. Und sie sind auch sehr aktiv vor allen Dingen. Da fühlt man sich ja gefordert, oder nicht? Ich bin ja nur Historiker, ich bin eigentlich für die Vergangenheit zuständig, insofern. Bei den Parteien, also wenn sich so etwas in Parteien manifestiert oder Parteien, jedenfalls da als, wie hast du das so schön genannt, als systemtragend irgendwie auftreten, dann kann man natürlich sagen, okay, man kann ja andere Parteien wählen, das ist ja nun. Könnte man jetzt in so einer Art Wahlkampf treten natürlich dann, nicht? Aber das ist ja eine andere Schiene. Aber was macht man eigentlich gegen diese Dinge? Eingangs kam es zur Sprache, dass wenn von den Bewegungen eine verboten wird, dann sind ja die Menschen, die diese Bewegung tragen und ihre Ansichten ja nicht verschwunden, sondern es ist nur auf der Oberfläche eigentlich das als Gruppierung verboten sozusagen, ja. Vielleicht ein paar Symbole. Also was kann man denn da so machen? Also wäre es gut, wenn die andere Meinung und andere Weltanschauung haben, also selber aktiv werden und auch dann dagegenhalten? Oder würde das nicht das ganze politische Klima sehr aufheizen und auch sehr, soll man sagen, ja, spalten am Ende? Die Gesellschaft spalten sehr stark, wenn man jetzt eine Gegenbewegung gründen würde sozusagen. Ja, ich meine, das ist natürlich Billionen-Dollar-Frage, ja, was man macht. Widerspruch in jeglicher Form ist also wichtig, ja, und zentral. Also man, wenn man die AfD machen lässt, ohne das zu beobachten und dem so viel wie es geht zu widersprechen, auf lokaler, regionaler und jeder Ebene, ja, dann
dauert das alles wirklich nicht mehr so lange wahrscheinlich. Ich glaube auch, also es ist halt eine sehr überwältigende Frage, ja, was man dagegen macht. Also gerade so jetzt als Einzelperson ist es irgendwie der Eindruck, dass man da irgendwie gegen... Entschuldige bitte, wenn ich das kurz unterbreche, aber also ich dachte jetzt zum Beispiel an die identitäre Bewegung, von der du gesprochen hast. Das ist ja auch sowas, irgendwie hast du das sehr gut beschrieben, aber ich kann mir vorstellen, dass im realen Leben das sehr schwer greifbar ist, ja, und für einen, wenn man solchen Meinungen begegnet, was soll man da sagen? Ja, das ist erstmal sehr so ein Graubereich, die scheint das zu sein, so ein weltanschaulicher manchmal. Oder wie soll man das sagen? Also ich würde sagen, es ist was sich als Graubereich zu verkaufen sucht, aber ideologisch, also keine Frage ist, dass es eine menschenverachtende, extremistische Weltanschauung ist, ja, die sich halt, wie gesagt, in einem neuen Kulturframing irgendwie versucht als harmloser darzustellen, als sie ist. Ja, natürlich, also wenn man Leute, ich glaube, wir... Fast jeder kennt irgendwen, der in den letzten Jahren politische Ansichten entwickelt hat oder sie vorher vielleicht auch schon hatte, mit denen man nicht übereinstimmt. Und ich glaube, man kann zum Beispiel da in seinem privaten Umfeld anfangen, sich mit diesen Leuten auseinanderzusetzen. Wobei es natürlich schwer ist, dass das nicht weiter zu einer Polarisierung und Entfremdung führt. Ja, aber ich sehe da schon bei jedem privat in gewisser Weise eine Verantwortung, sich dem entgegenzustellen und Leute zur Rede zu stellen für extremistische und menschenverachtende Aussagen zum Beispiel. Auf der anderen Seite muss man, glaube ich, auch, und da geht es um Bildungsarbeit auf schulischem Level, aber auch generell, also auch jetzt in der Erwachsenenbildung, vor allen Dingen bei der neuen Rechten zu sensibilisieren, ja, dass es halt nicht nur der Neonazi mit Springerstiefeln und einem Glatzkopf ist, der irgendwie Extremist ist, sondern es eben auch diverse Blogs und YouTube-Videos gibt, über die sich auch gerade junge Menschen radikalisieren. Und da ist es natürlich vor allen Dingen auch irgendwie Aufgabe der Schulen und der Eltern und anderer Bildungseinrichtungen, irgendwie nachzuvollziehen, was die Kinder auf YouTube sich angucken, ja, so schwer das natürlich auch wird. Aber genau, ja, die Antwort für was man machen kann, habe ich leider auch nicht, sonst hätten wir schon jemandem verraten, glaube ich. Ja, das sollte auch jetzt nicht gleich eine perfekte Antwort werden, aber das war doch schon mal eine Antwort, ist auch schon sehr gut. Jan, du hast ja eben suggeriert, wenn in Polen alle Menschen wählen würden und nicht nur 50% der Bevölkerung, dann sähe also der Status vielleicht der Partei PiS also anders aus. Also dann wäre ja die Frage, wie bringt man denn in Polen die Wähler an die Wahlurne? Was ja, ich meine, das ist natürlich eine Frage eben der Legitimität der ganzen repräsentativen Demokratie, und die ist einfach nicht so ausgeprägt in Osteuropa. Sozusagen die meisten Leute haben keine Lust, sich in Parteien zu engagieren. Das ist ja, geht aber hier auch zurück. Das ist auch ein genereller Trend. Wahlbeteiligung sinkt, dann fragt man sich sozusagen, das kann ja auch immer bedeuten, dass die Leute eigentlich ganz zufrieden sind. Die denken, der Laden läuft irgendwie so. Ist mir egal, ob PiS regiert oder Bürgerplattform. Macht für mich keinen Unterschied. Ich habe mein kleines Business und mache so vor mir hin. Das kann ja auch eine legitime Einstellung sein in der Demokratie, sag ich mal. USA hat auch lange Zeit nur 50% Wahlbeteiligung gehabt, hat jetzt eine stärkere Polarisierung, wieder 65% Wahlbeteiligung. Ist das gut oder schlecht? Das ist ja, das hat alles immer ambivalente Effekte, glaube ich, letztendlich. Ich glaube schon, dass es gut wäre, die Leute dafür zu sensibilisieren, was eigentlich mit ihnen passiert, wenn jemand anfängt, ihnen ihre Freiheit wegzunehmen. Ja. Und dass diese Freiheiten von 1989 gerade in Osteuropa keine Selbstverständlichkeiten sind. Man hat sie den Leuten schon in vielen Staaten wieder weggenommen. Und es macht einen Unterschied, ob man einfach morgen verhaftet werden kann und dann im Gefängnis sitzt oder nicht. Und ich glaube sozusagen, dass es vielleicht im Bewusstsein vieler Menschen, vieler Bürgerinnen und Bürger in diesen Staaten noch nicht so verankert.
Aber es gibt ja auch viele sozusagen auch positive Signale, wenn man sich anschaut, was alleine dieses Jahr passiert ist im postsowjetischen Raum und auch in Polen. In Polen die massiven zivilgesellschaftlichen Proteste, angeführt häufig von Frauen gegen die neue restriktive Abtreibungsgesetzgebung, zeigt, dass die kulturelle Hegemonie der PiS da zumindest alles andere als unangefochten ist. Entschuldigung. Dann die Proteste in Belarus, wenn wir an Belarus denken sozusagen, dann oder an Kirgisien denken, wenn wir an Georgien denken, wo es auch Proteste gab, dass in allen diesen drei Staaten hing das immer damit zusammen, dass Wahlergebnisse, die offensichtlich gefälscht waren, nicht akzeptiert wurden. Wir haben das auch in Russland gesehen 2011/12. Das heißt sozusagen, es gibt ja schon eine Unterströmung auch in diesen Staaten, in diesen Gesellschaften von Leuten, die sich offenbar ehrliche demokratische Wahlen wünschen und die bereit sind, wenn ich an Belarus denke, auch die Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir da zu tun haben, ein erhebliches Risiko dafür einzugehen. Ja, wir haben jetzt gerade hier am ZZF ein Stipendium aufgelegt für Leute, die gekündigt worden sind von der Akademie der Wissenschaften in Belarus, weil sie protestiert haben gegen die geschummelten Lukaschenko-Ergebnisse. Die also bereit sind, ein erhebliches Risiko einzugehen, persönliches, finanzielles Karriererisiko, um für demokratische Freiheiten einzustehen, 30 Jahre nach dem Ende der Diktatur. Da kann man auch sagen, das kann einen hoffnungsvoll stimmen, dass sozusagen da auch neue Formen zivilen Widerstands, auch in Belarus, ähnlich wie in Polen, spielen Frauen eine sehr zentrale Rolle. Auch so als Symbol, glaube ich, für diese Zivilität. Also nicht, dass da nicht auch Männer protestieren, das ist natürlich nicht so. Aber auch als wieder was anderes als auf dem Maidan, wo das ja doch sehr martialisch war, dieser Widerstand, auch sehr männlich geprägt, militärisch dann teilweise. Das heißt, wir haben da sozusagen natürlich immer wieder unterschiedliche Prozesse. Und was wir erleben, ist ja, dass dieser Autoritarismus, diese autoritäre Staatlichkeit, die da geschaffen worden ist, am Ende instabil ist. Ja. Sie kann so eine Stabilität vorgaukeln für eine lange Zeit. Sie kann sehr repressiv sein für eine lange Zeit. Das sehen wir unter Putin, der schon seit 20 Jahren dran ist. Aber sie wird auch, also ihre Legitimität nimmt ja tendenziell eher ab. Das sieht man ja selbst in Russland. Ja, also die Legitimität, die durch Wahlen, die durch Verfahren hergestellt wird, die ist offenbar doch nicht so verzichtbar auf die Dauer. Das ist, glaube ich, auch was man da lernen kann. Was ich aber jetzt aus euren beiden Antworten mitgenommen habe, ist, dass man schon selber aktiver sein sollte oder werden sollte, wenn man mit bestimmten Dingen nicht einverstanden ist, mit bestimmten Weltanschauungen nicht einverstanden ist und dass man eben auch aufmerksam sein soll in seiner Umgebung, also ruhig aufmerksam reagieren, wenn in so einem Graubereich, sage ich nochmal, irgendwie Äußerungen getätigt werden, dass man vielleicht einfach wirklich nachfragt und in eine Diskussion kommen miteinander. Ja, bisher sind keine weiteren Fragen hier eingegangen und ich persönlich finde, wir haben so ein gewisses Ende erreicht. Das deckt sich wunderschön eigentlich so ein bisschen mit vielleicht dem Zeitfenster, in dem wir hier agieren. Und ich will mal bei den Administratoren kurz nachfragen, wie die das sehen. Sonst würde ich mich bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern bedanken und Zuhörern auch natürlich. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Sophie Schallenberger und Jan Behrens, dass sie da hier teilgenommen haben und das diskutiert haben. Mit uns, ja, sag ich mal. Ja, danke schön. Auf Wiedersehen dann.